Willkommen in einer der malerischsten Landschaften Deutschlands. Jede der neun Regionen ist einzigartig. Im Norden reihen sich sanfte Hügel, steile Hänge, bizarre Felsen und romantische Ortschaften aneinander. Die vielen Sonnenstunden machen die Region zum Rotweinparadies. Auf den Felsterrassen reifen vollmundige, samtige Weine. Wein und Gesundheit gehören im Ahrland zusammen. Bad Neuenahr, Bad Bodendorf und Bad Breisig sind hier die Zentren für Wellness und Heilbehandlungen. Nirgendwo sonst in Deutschland ist die Glut der Erde bis heute so sichtbar geblieben. Vulkankegel und Kraterseen prägen die Landschaft zwischen Mosel und Ahr. Geologische Entdeckungstouren führen in einen Nationalpark mit versteckten Tälern und ursprünglichen Dörfern, wo Burgen und Klöster eine reiche Kulturlandschaft widerspiegeln. Unberührte Wälder, blaue Seen und historische Städtchen machen die Eifel so vielseitig. In die Vergangenheit. Wo früher der Räuberhauptmann Schinderhannes die Wälder unsicher machte, liegt heute ein Paradies für Erlebnishungrige und Familien. Hier wurde auch die berühmte Familiensaga Heimat gedreht. Wandern im Hunsrück ist besonders gesund, denn in kaum einer anderen Region in Deutschland ist die Luft so sauber. Mosel und Saar schlängeln sich durch die schönsten Flusstäler Deutschlands. Hier lässt sich aktiv sein, aber auch entspannen und genießen. Die meisten Weinberge der Welt führen hinauf zu imposanten Burganlagen mit romantischen Ausblicken über malerische Ortschaften. Radfahren, Wandern, Träumen. Zwischen Hunsrück im Norden und Rheinhessen liegt die Schatztruhe von Rheinland-Pfalz. Neben dem Deutschen Edelsteinzentrum Ida Oberstein locken wahre Juwelen für die Gesundheit. Thermalquellen und 13 Salinen, die ein Klima verbreiten, wie es sonst nur am Meer zu finden ist. Kulinarische Kostbarkeiten und landschaftliche Schmuckstücke machen das nahe Land noch wertvoller. In der südlichsten Region von Rheinland-Pfalz gibt es mehr als nur guten Wein, Saumagen und Sauerkraut. Die Pfalz wird auch die deutsche Toskana genannt, denn aufgrund des milden Klimas wachsen hier Kiwis, Feigen, Zitronen und zahlreiche Mandelbäume. Die vielen Burgen im Pfälzerwald gehören zu den beliebtesten Ausflugszielen und stimmungsvollsten Kulissen für Open-Air-Veranstaltungen. Die sanften Weinberge und schmucken Winzerdörfer entlang der Deutschen Weinstraße mit ihren Fachwerkhäusern und Weinfesten sind immer eine Reise wert. Warum ist es am Rhein so schön?
Wer den Flussabschnitt zwischen Bingen und der Grenze zu Nordrhein-Westfalen besucht, kennt die Antwort. Schroffe Felsen, steile Weinberge, Burgen und Ortschaften wie aus dem Bilderbuch. Die Rheinromantik begeistert die Menschen seit über 200 Jahren. Hier spielen die Sagen von der schönen Lorelei, vom Binger Mäuseturm oder den sieben Jungfrauen von Oberwesel. Am besten nachzuempfinden bei einer romantischen Schifffahrt und einem Glas Wein. Rheinhessen bietet das Richtige für jeden Geschmack. Im größten deutschen Weinanbaugebiet reicht die Palette an Rebsorten vom unkomplizierten Tageswein bis hin zum international anerkannten Spitzenerzeugnis. Aber Rheinhessen bedeutet auch kulturelle Vielfalt. Von der Medienstadt Mainz bis hin zur Nibelungenstadt Worms. Ausgedehnte Wälder, saftige Blumenwiesen, stille Bachtäler. Zwischen Sieg, Dill, Lahn und Rhein ist die Natur noch intakt. Der Westerwald, ein Paradies für Wanderer und Liebhaber der Trendsportart Nordic Walking. Sanfte Hügel und traumhafte Aussichten, hier in ländlicher Idylle, kommen Genuss- und Kulturwanderer voll auf ihre Kosten. Am besten erwandern lässt sich die Region auf dem Westerwaldsteig, einem von insgesamt 5 zertifizierten Qualitätswanderwegen in Rheinland-Pfalz.